Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du neben das Gesicht von dem Typen mit dem Messer gesehen? Wer war das? War das der Arsene? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht, weil das war richtig creepy. Ich hoffe, ja, das ist nicht mehr. Finde ich auch. Ich sollte mal zur Ruhe kommen. Ja. Simon? Ja, Max? Wenn das Schiff anlegt, dann lass uns gemeinsam Abenteuer in den USA bestehen. Ja, wir machen alle Städte unsicher, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, da wartet einiges auf uns. Aber erstmal hier schön beruhigen. Ja. Oh Gott. Was für eine ruhige See. Ja, das ist wirklich gut. Awesome. Christ. Komm, es geht schon ran. Es kommt schon. Geht ran. Hier die Brücke. Was sehen Sie? Eisberg direkt voraus! Verstanden. Eisberg direkt voraus! Hart Steuerbord! Schnell legen Sie das Ruder rum. Hart Steuerbord! Alle Maschinen, volle Kraft zurück! Leute, volle Kraft zurück. Na los, die Maschinen müssen jetzt alles hergeben. Volle Kraft zurück. Volle Kraft zurück, Leute. Los, legt euch ins Zeug. Nee, wir müssen uns auf der Brücke melden. Sofort. Gehen Sie durch. Gut. Geh weiter. Immer weiter. Power. Na los.
Wir müssen die Maschinen dringend in die andere Richtung lenken. Leute, gebt alles, was ihr habt. Doch jedes Quäntchen Energie. Elektromotoren weiterhin stabil, das ist gut. Mann, oh mein Gott, Eis! Oh. Hast du das gesehen? Das war ein Eisberg. Oh mein Gott! Ah. Hat das Schiff keinen Schaden genommen. Ah. Das sieht ganz gut aus. Ah. Siehst du irgendwas, Simon? Nein! Gut. Ich habe Krach gehört, was war los? Es war ein Eisberg, Sir. Aber er war schon zu dicht dran, als dass wir ihm noch hätten ausweichen können. Ich befahl hart Steuerbord, aber es war zu spät. Verdammt! Was machen wir jetzt? Ich habe bereits Mr. Andrews hierher beordert. Er wird gleich kommen und mit Ihnen Schaden begutachten. Captain? Ja? Yeah. Wir müssen den Schaden begutachten. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass der Eisberg wirklich gravierenden Schaden am Schiff hinterlassen hat. Aber ja, kann man sich schwer vorstellen. Sorry. Haben sich etwas erkältet, Captain? Ja, ich glaube schon. Es ist wirklich sehr kalt heute. Angesichts der Kälte hätte man den Eisberg auch schon vermuten müssen. Es war wirklich sehr knapp, kann ich mir sagen lassen. Es war wirklich sehr knapp. Aber wir müssen auf jeden Fall auf die unteren Ebenen. Das am besten so schnell wie möglich. Ja. So, jetzt sind wir bereits auf dem E-Deck. Ich würde mal sagen, wir bewegen uns dann Richtung F-Deck. F-Deck, ja gut, F-Deck müsste reichen. Notfalls sogar aufs G-Deck herunter. Ich denke, da kann man dann die Region bereits antreffen, die betroffen sein müsste. Es haben mir ein paar Maschinisten Wassereinbruch im Maschinenraum gemeldet. Vielleicht sind die Lecks so klein, dass die wasserdichten Schotten das abhalten können. Hoffentlich. So. Oh nein, sehen Sie sich das an. Auf Höhe der Squash-Halle steht das Wasser bereits. Oh nein, nicht die Squash-Halle. Ja, das ist wirklich nicht gut. Nee, deswegen ist es... Das heißt, in dieser kurzen Zeit, wenn das Wasser so hoch steigt, dann... Wir müssen zurück auf die Brücke in den Konstruktionsraum. Da liegen meine Baupläne vom Schiff. Hast du das gesehen? Ich habe den Captain und den Schiffskonstrukteur hier reingehen sehen. Das scheint wohl was Ernsteres zu sein, oder? Ja, wir sollten wahrscheinlich die anderen lieber Bescheid sagen. Das finde ich auch. Lass uns zu Chris und zu Arthur und den anderen zurückgehen. Ja. Kommen Sie schnell, wir müssen uns die Baupläne ansehen. Ja, zeigen Sie mir die. Es ist eigentlich ein simples System. Die ersten drei Schotten markieren quasi die ersten drei Kompartimente des Schiffes. Wenn sich der Rissen nur darüber erstrecken würde, dann wäre es kein Problem. Und die Titanic könnte sich noch über Wasser halten. Aber fünf sind zu viel. Nicht fünf. Die Titanic wird mit dem Bug immer weiter ins Wasser einsinken. Erst die erste Abteilung, dann die zweite Abteilung und dann immer so weiter. Das Wasser wird an den Schottwänden entlang nach oben steigen, bis es über diese hinüberschwappt. Und wird dann sämtliche anderen Abteilungen nacheinander fluten. Abteilung für Abteilung wird sich das Wasser ins Schiff vorfressen. Ja, und wie viel Zeit haben wir noch und wie viele Seelen sind an Bord? Also Zeit hätten wir 2 bis 2,5 Stunden und Seelen 2200, Sir. Sollen wir vielleicht die Rettungsboote klar machen? Ja, ich glaube, das ist das Beste. Gut, dann leite ich jetzt alles in die Wege. Ja. Die Titanic wird auf jeden Fall untergehen. Das ist traurige Gewissheit. Schnell, Simon, vielleicht können wir Asan oder Sebastian irgendwo treffen oder so, um es ihnen zu sagen. Klopf, klopf. Hallo, Asan. Was machst du da mit den Stricken? Was wollt ihr hier? Wir wollten nur sagen... Wir wollten nur sagen, dass wir eben einen Eisberg gesehen haben. Das war sehr verdächtig und sehr gefährlich am Schiff dran. Wir wollten es dir einfach mal sagen. Ich glaube, da ist was im Busch. Ein Eisberg ist das... Also was machst du überhaupt? Ich... Komm, lass das, geh von meinem Stuhl runter. Was ist da? Nein, ich gehe nicht vom Stuhl runter. Warum hast du einen Strick in der Hand? Ich spiele gern mit Strick. Mit deinem Strick.
Ja, mit meinem Strick. Hast du zufällig Sebastian irgendwo gesehen? Oder Chris? Oder sonst wen? Natürlich, diesen... Moment. Diesen... Geht da den Gang entlang. Okay, also auf jeden Fall haben wir dir Bescheid gesagt. Bitte bring dich in Sicherheit, falls irgendwas ist. Wir werden mal sehen, wo wir die anderen vielleicht finden können. Kommen Sie mal, wir müssen uns beeilen. Vielleicht werden wir durch den Speisesaal kommen. Ja, wir werden wahrscheinlich wieder runter müssen auf die Speisesaaletage. Und dann lass uns durch die Küche oder sonst irgendwo durchgehen. Chris muss irgendwo in der ersten Klasse zu finden sein. Der ist doch da immer irgendwo. Oh, hier hat gerade nicht gekocht. Das ist gut. Schleichen wir uns schnell durch. Oh Gott. Hier verläuft man sich ja noch. Im Ernstfall. Chris, wo bist du nur? Wo bist du nur? Mann, immer wenn man ihn braucht. Mach bloß die Tür hinter mir zu. Okay, lass uns schnell nach oben gehen. Vielleicht ist er in seinem Zimmer. Ich renne mal kurz zu seinem Apartment nach hinten. Vielleicht ist er ja da irgendwo. Chris? Klopf, klopf. Chris? Bist du da? Er scheint nicht hier zu sein. Nein, es sieht alles sehr leer aus. Nein. Er ist auch nicht auf seiner Toilette. Das ist... na gut. Gut, dann gehen wir am besten wieder. Vielleicht ist er irgendwo oben in den... ja. Wollen wir sonst erst den Sebastian suchen? Ich brauche jetzt erstmal Chris. Sebastian, den findet man noch nie. Der ist doch... keine Ahnung. Ja, der ist wahrscheinlich doch immer allein in der dritten Klasse. Wahrscheinlich steht er da immer noch allein rum. Chris! Oh mein Chris, wo bist du nur? Hey Chris! Chris, hi! Ja? Hey Simon! Hallo Chris! Was passiert? Ich habe eine Erschütterung gespürt. Ja, das war ein Eisberg. Wir haben ihn gerammt. Simon und ich haben es ganz genau gesehen. Ist das ein Eisberg? Ja, ja, wirklich. Da war ein Eisberg Schiff draußen. Das was? Bitte? Nochmal. Das Schiff, ist das jetzt beschädigt worden? Ich weiß es nicht. Wir haben zwar an der Bordwand entlang geguckt, aber wir wissen es nicht genau. Bitte halte dich bereit. Simon und ich, wir gehen jetzt schon an Deck langsam und werden versuchen, da Näheres rauszufinden. Komm, Simon. Du kannst mitgehen, Chris, wenn du willst. Vielleicht gehe ich mit. Ich bleibe jetzt lieber bei euch. Gut, dann gehen wir erstmal zusammen darauf. Vielleicht finden wir ja Näheres raus. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es ist so kalt draußen. Schnell steigen Sie ein. Wir brauchen Sie auf dem Schiff. Okay, nein, aber... bereits. Ich brauche noch die Kinder zuerst. Simon. Oh nein. Max. Nein, Max. Wir sollen abfieren wahrscheinlich, ja. Helfen Sie mir mit dem Abfieren. Simon, ich kann doch nicht einfach ohne dich. Max, ich werde an dich denken. Simon. Max. Oh Mann, Simon. Max. Warum du und nicht ich? Nein, so nicht. Max, ich komme zu dir. Simon. Simon, wo bist du? Komm, Max! Da bist du ja. Ja. Ich konnte jetzt einfach nicht gehen. Ich konnte es einfach nicht tun. Auch wenn das für mich die Rettung bedeutet hätte. Was machen wir jetzt? Ich glaube, es gibt noch einige die auf dem Schiff, die unsere Hilfe brauchen. Ich glaube, die haben nur die erste Klasse Passagiere geweckt. Wir sollten vielleicht auch erstmal ein paar Rettungswesten für uns suchen und dann uns ins Schiffsinnere weiter begeben. Okay. Na dann lass uns mal losgehen. Ja. Sag mal, Simon, hast du eigentlich Chris an Deck irgendwo gesehen? Nein, anscheinend ist er hier nicht mehr. Ich denke, wir müssen runtergehen. Ja, ich glaube, der wollte unten noch was holen. Und sieh dir das mal an, da kommt das Wasser schon von vorne durch, Richtung Bug. Das sieht mir echt schlimm aus. Wir sollten lieber schnell machen. Vielleicht ist er im Speisesaal. Ich glaube, der hat da noch irgendwas vergessen. Lass uns bis runtergehen. Oh nein, sieh das an, das D-Deck ist schon geflutet. Nein, das Wasser ist schon hier. Oh, kalt. Oh, heiß Wasser. Komm, wir müssen hier irgendwie durch. Chris? Oh. Wo bist du? Oh mein Gott. Das Wasser kommt immer schneller. Ich glaube, durchs Treppenhaus. Komm hier. Ich gehe schon mal voraus. Ja. Ach, da ist er ja. Chris. Chris. Da, nimm meine Hand. Hier, komm hoch. Chris, ist dir gut? Simon, Max. Chris. Ja, warum bist du noch hier?
Ich wollte noch schnell meinen Schlüssel holen, aber dann war das Wasser schon da. Das Wasser kommt durch den Bug und durch das Treppenhaus langsam. Wir müssen hier hinter schwimmen. Irgendwo Richtung Heck. Das Schiff hebt sich langsam mit dem Heck aus dem Wasser. Zu leicht und immer schneller. Schnell. Schnell, Simon, beeil dich. Boah. Gut. Und danke fürs Retten. Ja, kein Problem, Chris. Passt auf, Leute. Wir müssen jetzt irgendwie durch dieses Schiff durch. Irgendwie. Schnell. Die sind alle schon irgendwie an Deck. Wir müssen auch wieder zurück an Deck kommen. Meint ihr, wir sollten noch in die dritte Klasse? Nein, dafür ist keine Zeit mehr wahrscheinlich. Hier, das zweite Klasse-Treppenhaus können wir gut benutzen. Ja. Die lassen oben. Schnell. Oh nein, seht das an. Sie haben das zweite Klasse-Treppenhaus bereits abgeriegelt. Wir müssen es woanders versuchen. Verdammt. Nein. Vielleicht können wir da hinten noch irgendwo raus, in die dritte Klasse. Die haben doch Max, hast du doch im Schiff umgeschaut. Wo kommen wir noch alles raus? Ja, vielleicht hier oben irgendwo. Lass uns irgendwo überall. Nein, seht das an. Die sperren die zweite Klasse ab. Das ist nicht gut. Das könnt ihr doch nicht einfach machen. Warum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, dass die Leute hier nicht so rauskommen. Schweine! Los, wir müssen hier raus. Vielleicht durch die dritte Klasse. Die kommt doch immer irgendwie raus. Ja, Leute, das sieht gut aus. Seht euch das an. Leute, wir müssen es zu den Rettungsbooten schaffen. Oh mein Gott. Okay, gut. Wir folgen dir, Max. Ja. So, jetzt wäre das Treppenhaus der dritten... Nee, der zweiten Klasse. Aber hier haben sie, glaube ich, nicht mehr abgesperrt. Jetzt müssten wir eigentlich hochkommen. Und Aufzüge würde ich jetzt auch nicht mehr benutzen. Folgt mir bloß. Wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Ja, genau, geht erstmal durch. Oh. Da ist noch ein Rettungsboot frei. Will sich jemand von euch schon retten? Das hier wird gerade abgefiert. Das sind auch schon welche im Wasser, sehe ich gerade. Oh Gott. Echt weit weg. Die werden doch sterben. Die armen Menschen. Oh mein Gott. Und, das Schiff bricht hier schon langsam irgendwie. Sieht ihr das? Nein, das ist noch. Los, Chris, komm. Los. Was machen wir jetzt bloß? Nimm meine Hand. Sieht sich das meiner an. Das Schiff, es geht immer tiefer runter. Sie müssen jetzt da reingehen, verdammt. Geh da rein. Es geht um Leben und Tod. Sagen Sie mal, schon fast versunken. Das Rettungsboot da unten ist ja nur bis zur Hälfte besetzt. Deswegen, die Leute müssen da rein. Sie dürfen die Rettungsboote nicht abfeuern, bevor sie nicht vollst besetzt sind. Wir haben eh schon zu wenig Rettungsboote, das wissen sie genau. Die Hälfte der Leute hier muss sterben, wahrscheinlich. Ich versuche sie ja da reinzukriegen, aber sie wollen nicht rein. Geh jetzt da rein. Aber ich jetzt auch nicht mehr reinspringen. Sie müssen die anderen Rettungsboote. Wie sieht's da aus? Das ist schon weg. Verdammt, die sind schon da hinten irgendwo. Sie müssen diese Rettungsboote voll machen, um Gottes Willen. Machen Sie diese Boote voll. Ich muss jetzt mal weiterschauen, Moment. Ruhe bitte, Ruhe bitte. Hier ist es voll. Gehen Sie bitte in ein anderes Rettungsboot.